Heute kriegt ihr alle wahnsinnig leckere Eiscreme. Hurra! Dankeschön, Königin Holly. Wo gehen wir denn jetzt hin? Runter in die Küche. Wir können den Wunderkessel von Nanny Plum benutzen. Darin machen wir die Eiscreme. Oh, du hast doch nicht etwa vor, die Eiscreme mit Zauberei herzustellen? Natürlich, wie denn wohl sonst? Vorsicht, Holly, du weißt, deine Zaubersprüche funktionieren nicht immer so ganz richtig. Eiscreme machen ist doch das Leichteste von der Welt. Los geht's! Abracadu, Abracadang, Eiscreme für alle und den ganzen Tag lang. Siehst du, es funktioniert. Wow! Eiscreme für alle! Greift zu! Oh, danke schön! Ich bringe sofort noch mehr! Oh, das ist aber ganz schön viel! Wird das nicht bald aufhören? Ich fürchte, ich habe gesagt, dass der Kessel den Tag lang Eiscreme machen soll. Oh je! Bald sind wir zu Hause. Ja. Und es ist beruhigend zu sehen, dass das Königreich nicht mit Klebrigem oder Ekligem überflutet worden ist. Richtig. Holly muss wirklich vernünftig gewesen sein. Ah, das ist doch jetzt viel zu viel Eiscreme. Lass es aufhören, Holly. Mach endlich Schluss. Stopp. Ein Glück. Jetzt ist es besser. Wo ist unsere Eiscreme? Oh, große Güte! Ein Frosch? Aber vielleicht auch ein Vogel. Verstehe. Betty Raupe verwandelt sich in einen Vogel. Und dann kann sie fliegen. Ah, ein Kokon. Ja, Daddy. Betty Raupe steckt da anscheinend jetzt drin. Und wenn sie rauskommt, kann sie wahrscheinlich fliegen. Dann ist sie nämlich ein Vogel. Raupen verwandeln sich normalerweise durchaus nicht in Vögel. Verwandeln sie sich dann in Frösche? Auch nicht in Frösche, nein. Was wird sie denn sonst? Hallo, Betty. Oh, sie sieht aus wie vorher. Sie hat nun Flügel. Toll, sie ist ein Schmetterling. Betty Butterfly. Seht mal, jetzt fliegen sie alle zusammen. Wie glücklich sie nun aussieht. Schließen wir uns an. Na bitte, jetzt kann jeder fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ben, ich dachte, Elfen wären geschickt darin, Marienkäfer zum Fliegen zu benutzen. Richtig. Elfen können auf Marienkäfern fliegen. Und ich bin ein Elf. Gaston! Danke, Gaston. Schwing dich in die Lüfte. Jeha! Herein! Hallo, Prinzessin Holly. Ich bin heute nicht Prinzessin Holly, ich bin Königin Holly, den ganzen Tag lang. Ich habe wirklich keine Zeit für solcherlei Scherze. Ich komme, um Ben abzuholen, er muss in die Schule. Warte, Ben. Mami und Daddy sind heute weggefahren und ich habe die Verantwortung für das ganze Königreich. Ist es auch so, Nanny Plum? Ich befürchte durchaus. Und ich habe gerade erst entschieden, dass Ben an diesem Tag überhaupt nicht zur Schule gehen muss. Das ist jetzt Gesetz. Wisst ihr, das ist unüblich, muss ich sagen. Ich will, dass der Unterricht auch für alle anderen Kinder ausfällt. Oh, schulfrei für alle Elfen? Ja, das ist so Gesetz, weil heute alles gilt, was ich Königin Holly befehle. Wie ihr wünscht, Königin Holly.
Oje, die Kinder werden mit Sicherheit bestürzt sein, wenn sie die Neuigkeit hören. Kinder, ich bin untröstlich. Königin Holly hat soeben den Befehl erlassen, dass heute keine Schule stattfinden wird. Hurra! Ja! Was ist denn da los? Hurra! Keine Schule! Dankeschön! O weise Königin Holly! Hurra! Hurra! Heute soll ein absolut freier Tag sein. Für jeden im Land. Auch für die Erwachsenen. Auch für den weisen alten Elf. Und Nanny Plum. Oh. Niemandem ist es gestattet zu arbeiten. Das ist Gesetz für heute. Was sollen wir dann aber den ganzen Tag lang tun? Spiele spielen. Ja. Sieh mal, Betty Raupe ist ganz traurig. Ich schätze, sie fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt. Ich weiß, wie ich sie aufmuntere. Oh, gut. Los, versuch's, Ben. Du musst nicht weinen, Betty. Fliegen ist nicht alles auf der Welt. Elfen können auch nicht fliegen. Und ich bin ein Elf. Das hat sie nicht aufgemuntert. Wer weiß, vielleicht kann ich sie durch Zauberei fliegen lassen. Glaubst du, du schaffst das? Ich denke schon. Abracadabrik, flieg, Betty, flieg. Siehst du, es funktioniert. Oh, dass das passiert, habe ich nicht erwartet. Wir müssen sie unbedingt retten. Ich versuche einen neuen Zauber. Nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Juhu! Ganz ruhig, Betty. Brrr. Na, das klappt ja. Brillant! Wow. Ah. Hallo, Holly. Oh, hallo, Daddy. Was, Teufel noch eins ist hier los? Ben hat ein ziemliches Problem. Wow, Hilfe! Ja, sehe ich. Hilfe! Hilfe! Flippidi-flopp! Stopp! 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 Fällt denn nichts an dir aus? Wer kommt in dein Haus? Die Zahnfee des Nachts! Nanny, wieso hat Mami gesagt, dass es äußerst gefährlich ist, eine Zahnfee zu sein? Es gibt sehr, sehr vieles, auf das man Acht geben muss, wenn man durch die Nacht fliegt. Na was denn? Ah! Spinnennetze zum Beispiel. Schönen guten Abend, verehrte Spinne. Entschuldigen Sie die Beschädigung Ihres Netzes. Der junge Elf verfügt noch über sehr unzureichende Nachtflugerfahrungen. Puh! Wiedersehen! Danke, Nanny Plum. Nanny, was gibt es noch für Dinge, auf die wir aufpassen müssen? Oh. Fenster. Woher ist denn das auf einmal gekommen? Das hast du gut gemacht, Holly. Du hast das Haus des kleinen Mädchens gefunden. Und siehst du, da liegt es. Ich finde, dass sie nicht gerade klein aussieht. Wow, so ein großes Mädchen habe ich noch nie gesehen. Still. Weil sie so groß ist, hat sie auch große Ohren und könnte uns hören. Ihr müsst also leise sein. Folgt mir. Sie ist wirklich hübsch, Nanny. So dicht dran zu gehen ist gefährlich, Holly. Ihr Atem saugt mich ja richtig ein. Bewegt die Flügel. Ich sage ja, wir müssen vorsichtig sein. Sehr vorsichtig sogar. Das sieht aber gar nicht nach Mehl aus. Wir sind ja auch noch gar nicht fertig, Prinzessin Holly. Seht nur, der Wind bewegt die Flügel. Die Flügel bewegen die Zahnräder. Und die Zahnräder bewegen die Mühlsteine. Durch diese Mühlsteine werden die Körner ganz fein zermahlen und dabei kommt dann das hochwertige Elfenmehl heraus. Das
Das geht ja sehr, sehr langsam. Deswegen dauert es ja auch eine Woche, bis wir einen Sack voll bekommen. Wieso kann es denn nicht schneller gehen? Die Mühle ist auch abhängig von der Windstärke. Also, wenn wir es schaffen würden, dass der Wind kräftiger bläst, dann würden sich die Windmühlenflügel schneller drehen? Ja, wir können aber die Windgeschwindigkeit nicht beeinflussen. Ich schon. Oh, nicht doch. Ich glaube nicht, dass Zauberei hierbei gut ist. Nur keine Aufregung. Ich bin immer äußerst vorsichtig beim Einsatz eines Wetterzaubers. Nanny, darf ich den Wetterzauber auch machen? Nein, Prinzessin Holly. Du bist noch viel zu jung für so gefährliche Wetterzauber. Oh. Aber du kannst mich beobachten und lernen, wie es gemacht wird. Wind, der ziemlich lau nur weht, zeigt, dass es auch kräftig geht. Na, was habe ich Ihnen gesagt? Naja. Die Windmühle läuft schneller und schneller. Sehen Sie, weise alter Elf? Ich weiß genau, was ich tue. Nanny, wie geht es mit dem Zahn jetzt weiter? Wir geben ihn an die Elfen weiter und die erledigen dann den Rest. Hier lang! Hoffen wir, dass gar keiner da ist, damit wir den Zahn einfach liegen lassen können. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Oh, hallo. Zahnlieferung. Haben Sie auch Ihren Zahnbericht ausgefüllt? Ja. Da scheinen mir aber einige Details zu fehlen. Wo wurde der Zahn gefunden? Oh, unterm Kopfkissen. Unter dem Kopfkissen. Aber der Name des Kindes ist auch nicht eingetragen. Den kennen wir. Das Mädchen heißt Lucy. Lucy. Und ein Brief hat auch noch da gelegen. Ah, interessant. Natürlich muss er bis morgen früh beantwortet werden. Ich mache das gern. Liebe Lucy, es ist sehr schön in unserem kleinen Königreich. Da leben sehr viele Feen. Und auch Elfen. Ja gut, Ben. Und viele Elfen leben dort auch. Gruß, Prinzessin Holly. Und Ben Elf. Und Ben Elf. Kuss, Kuss, Kuss. So, nun müssen wir ihn zurückbringen. Und wir müssen uns beeilen. Es ist schon fast morgen. Das war super! Hurra! Gut gemacht, weiser alter Elf! Ich wusste, es funktioniert! Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich. Elfen sind nie wirklich fröhlich. Oh, wie wäre es, wenn Sie den Zauber jetzt doch beenden würden, Nanny Plum? Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind! Oh, sehr gern. Wind sofort, wie nicht mehr am Ort. Weiser alter Elf, sind Sie unverletzt? Natürlich, es geht mir gut. Ich bin ein Elf. Ich gehe jetzt rein und hol meinen Sack Mehl. Nanny Plum, ich rate Ihnen dringend davon ab, diese Tür zu öffnen. Oh, nun machen Sie sich nicht so wichtig. Ben, sieh mal. Da ist dein Dad. Hallo, Dad. Hallo, Ben. Ah, Mr. Elf. Könnten Sie wohl gleich einen Sack Mehl ausliefern an Nanny Plum? Sie kann eine ganze Wagenladung haben. Ich werde sie auf der Stelle zum Schloss fahren. Hurra! Oh, vielen Dank. Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Uns
gefällt Opernmusik. Doch König und Königin Marigold gar nicht. So ist es. Nun spielen Sie Hollys Lied bitte, ja? Entzückend! Holly, klingt die Elfenband denn schon etwas besser? Ja, Daddy. Sie haben den ganzen Tag ununterbrochen das Lied geübt. Na schön, Sie sollen spielen. Oh. Das ist viel besser. Ja, sehr charmant. Und dennoch denke ich, König und Königin Marigold gefällt's nicht. Warum nicht? König und Königin Marigold lieben keine gewöhnlichen Sachen. Und die Instrumente klingen, wie soll ich sagen, grob. Das haben wir gleich. Wie? Ich greife kurz zur Magie und alles klingt sofort toll normal. Nun spielen Sie bitte, Mr. Elf. Fantastisch. Das klingt genau wie die Musik, die König und Königin Marigold gern hören. Problem gelöst. König und Königin Marigold. Ach, wie entzückend, euer reizendes Königreich wiederzusehen, Königin Aurike. Es ist ja stets aufs Neue ein großes Vergnügen, hier die Erfahrung des einfachen Landlebens zu machen. Und wir sind ganz gespannt auf die Original. Elfenmusik. Da ist mein Horn. Da ist mein Zauberstab. Oi! Und das ist unser Fernseher. Die Ameisen haben uns alles weggeholt. Ja, uns genauso. Wo schaffen sie das denn alles hin? Runter zu ihrer Königin. Nanny? Ich befehle Ihnen, ein ernstes Wörtchen mit der Ameisenkönigin zu reden. Was soll ich ihr sagen, Eure Majestät? Sagen Sie ihr, dass sie aufhören soll, einfach unsere Sachen zu nehmen. Das würde ich, Eure Majestät. Nur leider beherrsche ich die Ameisensprache nicht. Sie ist eine der schwierigsten Insektensprachen. Wie tausendfüßlerisch. Was uns fehlt, ist jemand, der die Ameisensprache kann. Gaston! Ah, gut. Marienkäfer können das. Dann setze ich Gaston ab sofort als ihren Dolmetscher ein. Runter jetzt, Nanny. Dürfen Ben und ich auch mitgehen? Ja, wenn ihr ganz dicht bei Nanny Plum bleibt, damit sie euch beschützen kann. Hurra! Ich gehe auch, damit ich Nanny Plum beschützen kann. Und ich begleite euch auch, damit ich Mr. Elf beschützen kann. Ah, diese Tunnel können ganz schön tief runtergehen, wisst ihr? Oh. Und wie tief? Erreichen sie vielleicht den Mittelpunkt der Erde? Ich hoffe nicht. Meine Füße sind auch so schon müde genug. Oh! Hier entlang. Ich fürchte, dass man sich in diesen Tunneln leicht verlaufen kann. Ein Labyrinth. Ich hoffe, wir können uns immer daran erinnern, wo es rausgeht. Keine Sorge. Ich weiß, wie man ein Labyrinth durchquert. Oh ja, die müsst ihr einfach hören. Oh, König Aurike, ihr habt ja gar nicht erzählt, dass ihr auch Dirigent seid. Ich habe ein besonderes Interesse am Klang dieser Band. Ich muss sagen, das ist durchaus nicht das, was ich von dem Konzert erwartet habe. Sie haben geübt und zwar sehr fleißig. Die Elfen spielen ja gut. Nur das Stück ist doch recht altmodisch. Auch der Klang der Instrumente ist nicht gerade originell. Ich dachte, bei Elfenmusik gäbe es mehr Folklore. Was sagt ihr? Interessant. Was ist das? Oompa! Oompa! Oompa!
anregend. Ein Triumph, König Aurikel. Haben Sie jemals daran gedacht, Musik zu unterrichten? Ich weiß nicht. Tanzen. Umpa, umpa. Umpa, 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 umpa. Komm mit, Mami. König und Königin Marigold sind ja überhaupt nicht so langweilig. Wollt ihr noch mehr? Kein Problem. Vorsicht, Nanny Plum. Oh, Mr. Elf, keine Panik. Magischer Picknickkorb, bring uns mehr davon her. Nanny, jetzt wollen sie alle Gelee. Große Güte, wir haben doch nicht so viel Zeit. Da werde ich wohl viel mehr zaubern müssen. Nein, Nanny Plum! Viel mehr davon her. Oh, die Geleeflut! Die Geleeflut zeigt uns jetzt den Weg nach draußen. Ich kann etwas von unten hören. Was ist das? Geleeflut. Was rufen Sie da? Geleeflut? Was ist Geleeflut? Geleeflut! Oh. Ja, Geleeflut! Oh. Ja. Ich habe mein Horn wieder. Und ich meinen Zauberstab. Dafür haben die Ameisen so viel Gelee, wie sie fressen können. Das Piano sieht sehr ramponiert aus. Zum Glück ist der Kasten da nicht mein Piano. Ihr irrt, Eure Majestät. Es ist euer Piano. Ich war gerade im Begriff, es euch zu liefern. Oh. Ärgere dich nicht, Daddy. Es hört sich doch richtig hübsch an. Ihr dürft einfach immer nur die hohen Töne spielen. Hallo, Holly. Hallo, Nanny Plum. Hallo, Barnaby. Hallo, Ben. Etwas wahnsinnig Aufregendes wird heute noch passieren. Was denn? Mein Onkel Rotbart kehrt von großer Fahrt auf den Weltmeeren zurück. Er ist ein Elfenpirat. Wow, ein Pirat. Wir wollen ihn am Flussufer begrüßen. Hast du vielleicht Lust mitzukommen? Nanny Plum, können wir den Elfenpiraten nicht auch treffen? Ja, natürlich. Hallo, Dad. Oh, hallo, Barnaby. Ist Onkel Rotbart hier? Da kommt er gerade. Yo, ho, ho. Wow. Anker geworfen. Donner, Doria und Blitz, wenn das nicht mein Lieblingsneffe Barnaby ist. Das sind meine Freunde, Ben und Holly. Hallo, Pirat Rotbart. Hoho, ich bin erfreut, ihr Landratten. Und ich bin Nanny Plum. Ah, Plum, klingt entzückend, alles was recht ist. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, meine Schöne. Oh. Und ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Hallo, Fred. Hallo, Nigel. Onkel, was ist denn das so für ein Leben, wenn du als Pirat auf See bist? Ein außergewöhnliches Leben für einen Elf. Tagelang habe ich auf das Meer gestarrt und nach Schiffen Ausschau gehalten. Niemand hat mir Gesellschaft geleistet, außer Polly. Polly? Ja, mein treuer Papagei. Das ist Polly. Oh. Setz die Segel! Sie allein war meine Gefährtin, als wir durch die endlosen Weiten der Weltmeere segelten. Setz die Segel! Die Gespräche müssen etwas einseitig gewesen sein. Setz die Segel! Schlafenszeit, Prinzessin Holly. Nanny, sag Hallo zu meinen Freunden. Fluffy, Tiddles, Mopsy und Ben. Hallo. Gute Nacht, Fröschlein. Blei.
Ben. Kommst du raus zum Spielen, Holly? Ich bin beschäftigt, Ben. Ich spiele mit meinen Fröschen. Fröschen? Der hier ist wahnsinnig gut im Rennen und Springen. Deswegen nenne ich ihn Ben. Oh. Wir sehen uns nachher. Ja, gut. Bis dann. Tun Sie etwas gegen diese Frösche. Bitte, Nanny Plum. Mm, sie scheinen immer größer zu werden. Und auch lauter. Wenn sie etwas kleiner wären, wären sie vielleicht etwas leiser. Schleimige Fliegenfresser, los! Seid nur noch halb so groß. Oh, kleiner sind sie zwar, nur irgendwie scheinen sie dabei auch mehr geworden zu sein. Soll ich den Zauber nochmal versuchen? Lieber nicht. Frösche, Frösche! Frösche gehören ins Wasser. Ja, Daddy. Daddy sagt, Frösche würden ins Wasser gehören. Also, dann verwandle ich den Schlosshof eben einfach mal in einen Pool. Wir brauchen auch nicht unbedingt dieses Tor. Leb wohl, Tor. Gut. Und nun können wir unseren Schlosshof mit Wasser füllen. Wasser fließen soll. Macht den Schlosshof voll. So ist es gut, Fröschlein. Ihr paddelt im Pool. Es ist leicht gepunktet. Was kann das sein? Gaston hat Punkte auf seinem Rücken. Ja, und Gastons Bett ist das, worauf er liegt. Wieder eine Karte. Oh, das Kreuz weist diesmal auf das kleine Schloss hin. Unmöglich. Ich habe ja jeden Winkel des kleinen Schlosses einer gründlichen Reinigung unterzogen. Ich hätte es gefunden. Und wenn's gut versteckt ist, mein Täubchen. Auf zum kleinen Schloss. Hallo allerseits. Oh. Große Güte. Daddy, wir versuchen, einen Piratenschatz zu finden. Mein Onkel ist Rotbart, der Elfenpirat. Eure Majestäten? Ein Pirat, hä? Nicht so ein frecher Pirat, Eure Majestät, ein guter Pirat. Denn ich bin Rotbart, der Elfenpirat. Oh. Ja, dann ist es ja gut. Und wo ist denn nun der Schatz? Ich throne überm Schlosse zum Himmelszelt gereckt und unter mir verborgen der nächste Hinweis steckt. Ich finde, das ist reiner Unsinn. Wieso? Das Schloss hat doch oben sein Dach. Und es reckt sich in den Himmel. Wirklich clever, Eure Majestät. Das ist ganz und gar abwegig. Ich habe da oben mehr als 100 Mal Staub gewischt. Wer weiß, vielleicht liegt es ja unter dem Dach. Ich habe eine Idee. Sehen Sie mal unter dem Dach nach, Nanny Plum. Oh, seid ihr sicher, Eure Majestät? Ich befehle es. Wie ihr wünscht. Tipp, tipp, tapp, Dach geht ab. Oh, ich meinte, werfen Sie einen Blick durch die Tür zum Dachboden. Hallo, Nanny Plum. Wo darf ich denn den Froschleich hinstellen? Grundgütiger, Froschleich. Du hast immer gesagt, dass ich mehr über die Natur lernen soll, Nanny. Ja. Ich dachte jedoch nicht, dass das in meiner Küche geschieht. Das war heute ganz toll, Mami. Wir haben alles über Frösche gelernt und ich habe sogar eine Hausaufgabe bekommen. Das ist ja herrlich, Schätzchen. Gute Nacht. Gute Nacht, Mami. Oh, es ist morgen. Guten Morgen, Frau Schleich. Oh, wo sind denn nur die ganzen kleinen Fische hergekommen? Das sind keine Fische, Holly. Das sind Kaulquappen. Hallo, Kaulquappen. Was sind Kaulquappen, Nanny? Das sind Babyfrösche. Sie sind aus dem Froschleich geschlüpft. Wow. Ich bin quasi eine Expertin für Frösche. Bereits morgen werden sie sich wieder verändert haben. Oh. Sie sind zuerst Froschleich, danach bekommen sie kleine Fischwänze und dann nennt man sie Kaulquappen. Wie mir scheint, weißt du ja eine ganze Menge über Frösche. Nanny hat mir alles über sie beigebracht. Magst du eigentlich Frösche, Daddy?
Natürlich, solange sie in ihrem Teich bleiben und niemanden belästigen. Sie können ein bisschen schleimig und eklig sein. Daddy! Gute Nacht, Holly. Der Morgen ist da! Guten Morgen, Kaulquappen! Die Kaulquappen haben ja Beine bekommen. Wow, das ist umwerfend. Ja, Holly, aber das wird später noch viel umwerfender sein. Oh. Nanny Plum, Sie dürfen jetzt ein bisschen Zauberei einsetzen, wenn Sie wollen. Ich dachte, Sie haben was gegen Zauberei. Lassen Sie mich raus. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Abrakazoom, hoch mit dir, Kuh. So, was sagte ich als letztes? Das letzte, was Sie sagten, war... Es klang genau so, als die Kuh auf Ihnen hockte. Dankeschön, Romy. Oh nein, da zieht ein Gewitter auf. Alle schnell zurück in den Bus. Lucy, du solltest auch lieber ins Haus gehen. Das kann ich nicht. Ich muss doch zuerst einmal alle Tiere in den Stall bringen. Rex kann dir helfen. Aber was wird mit Bessie und den Hühnern? Ich könnte versuchen, sie mit Zauberei in den Stall zu bringen. Oh nein, es funktioniert nicht. Der Zauberstab ist nass geworden. Es funktioniert ja doch, da. Das ist keine Zauberei. Das ist Gaston. Er ahmt Rex den Hütehund nach. Gaston ist ein Hütemarienkäfer. Ganz toll, Gaston. Danke für eure Hilfe. Hier, diese Milch möchte ich euch mitgeben. Oh, wie reizend. Oh. Ein Hoch auf Lucy. Und ein Hoch auf die kleinen Feen. Und Elfen. Hoch! Wir waren auf der großen Farm, der großen Farm, der großen Farm. Wir waren auf der großen Farm und sahen die Kuh. Hallo, meine kleinen Süßen. Mami! Mami! Meine Güte, seht ihr müde aus. Ihr habt wohl schön mit Ben, Holly und Daddy gespielt. Ja, Mami. Wo ist denn Daddy? Schön, dass du wieder zu Hause bist, Schatz. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Warum bist du so winzig? Daisy und Poppy sind ziemlich ungezogen gewesen. Sie haben uns einfach klein gezaubert. Verstehe. Und wo ist Nanny Plum? Sie ist von den Zwillingen verwandelt worden. In die Puppe da. Drück auf ihren Bauch. Bin dein Kind. Bring Spaß geschwind. Wechsel meine Windel, bitte. Oh. Aha. Meine Mami hat versucht zu helfen. Das hat aber genauso wenig funktioniert. Ja, leider. Und wo ist deine Mami? Hier oben, Eure Majestät. Oh. Aber die Zwillinge haben den anderen Elfen auch einen heftigen Streich gespielt. Welchen anderen Elfen? Wo sind sie? Wir sind hier, Eure Majestät. Wir sind unsichtbar. Klar. Und all diese Dinge sind Daisys und Poppys Werk? Ja. Na schön, dann muss ich alles in Ordnung bringen. Magie sei ungeschehen, im Handumdrehen. Guten Abend, Eure Majestät. So, und ihr wollt mir im Ernst erzählen, dass wenn ich nur einen Tag weg bin, das gesamte Königreich nicht in der Lage ist, auf zwei kleine Kinder aufzupassen? Ja. Wirklich alles haben wir versucht, Mami. Aber die Zwillinge sind wesentlich schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Wenn ich recht überleg, waren sie gar nicht so übel. Immerhin hatten wir auch Spaß, nicht wahr? Ja. Ich bin sicher, wenn Sie wieder mal wegfahren, Königin Aurikel, dann bewältigen wir das im Schlaf. Bitte weg mit den Zauberstäben, Feen. Eine Farm ist kein Ort für Zauberei. Wie du gerade siehst, Lucy, kann dieser Elf am besten rumkommandieren. Lucy, wir möchten unbedingt erfahren, wo die Milch herkommt. Wir würden schrecklich gern Kühe sehen. Zeigst du sie uns bitte? Ja, los, kommt mit. Das hier sind...
die Hühner. Hühner kennen wir. Und wir wissen, was die Hühner uns geben. Nicht wahr, Kinder? Eier! Ja, Jake. Hallo, Hühnchen. Ein paar Feen und Elfen sind gekommen, um euch zu besuchen. Natürlich sind die Hühner außerordentlich stumpfsinnige Wesen, weil sie doch recht groß sind. Ich bin aber auch groß und ich bin nicht stumpfsinnig. Ja, entschuldige, Lucy. Das sind die Schafe. Ah ja. Und wer kann mir sagen, was die Schafe uns geben? Eier! Nein, nein. Schafe geben uns Wolle. Was hat das Schaf denn gesagt? Das Schaf sagte... Und was soll dieses bedeuten? Bedeutet... Schafe sind natürlich äußerst friedfertige Tiere. Dafür ist Rex ausgesprochen clever. Wer ist Rex? Rex mag dich ganz doll. Na, da bin ich ja begeistert. Rex ist ein Hütehund. Passt mal auf. Er treibt sie zusammen und bringt sie sicher in ihr Gehege. Wow. Gaston will das auch probieren. Du bist doch viel zu klein, um Schafe zu jagen, Gaston. Keine Sorge, Holly. Es ist leicht, Bauklötze wieder klein zu machen. Seid fein, ganz klein. Da, siehst du, Holly? Seid fein, ganz klein. Daisy, Poppy, die Zauberstäbe kriegt jetzt Daddy. Seid fein, ganz klein. Hilfe! Wow, sie haben König Aurike klein gezaubert. Daisy, Poppy, das war weder klug noch lustig. Seid fein, ganz klein, seid fein, ganz klein. Jetzt sind wir auch ganz klein. Keine Sorge, ich zaube uns wieder zurück auf Normalgröße. Ich schwinge den Zauberstab. Er ist nun viel zu schwer. Ich kann ihn nicht aufheben. Am besten rufen wir schnell Nanny Plum. Gute Idee, Ben. Ich läute mal. Dam, da, dam, du, da, di, da. Da, 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 dam, do, da, da, da. Das reicht nicht. Wir müssen stärker ziehen. Da, da, di. Oh, ich frage mich, was er will. Typisch König. Er klingelt nach mir und wenn man dann kommt, ist er nicht mehr da. Nanny Plum! Ja? Wir sind hier! Wieso seid ihr denn so winzig? Daisy und Poppy, die haben uns einfach verzaubert. Unverständlich. Es ist doch nicht schwer, auf Daisy und Poppy aufzupassen. Man muss nur ein bisschen mit ihnen spielen. Das haben wir ja versucht, Nanny Plum. Es ist aber gründlich schiefgelaufen. Eine Sache lieben die beiden besonders. Ihre Babypuppe. Tja, wo ist sie? Buh! Oh, Daisy und Poppy. Wo habt ihr eure Babypuppe gelassen? Sofort wirst fein Puppe du sein. Mal sehen, ob auch alle da sind. Holly, Violet, Rosie und Romy. Gut, jetzt fasst euch an den Händen. Ich will ja auf dem Weg in den Wald keinen von euch verlieren. Nanny Plum, müssen wir denn unbedingt heute Naturkundeunterricht machen? Das ist so langweilig. Ja, es ist doch nichts weiter, als dass wir die Namen der Bäume lernen. Und die Pilznamen. Und die der Frösche. Na, na, Kinder. Jede junge Fee muss die Namen der Bäume und Pilze kennen. Und der Frösche? Und der Frösche. Über uns seht ihr ein hübsches Exemplar einer Beifußblume. Ben, Barnaby, Jake und Lissy. Gut, heute haben wir Naturkundeunterricht. Folgt mir. Entschuldigung, weiser alter Elf. Wozu brauchen wir überhaupt Naturkundeunterricht? Der Grund ist, Ben, dass es wichtig für jeden jungen Elf ist, alles über die Natur zu wissen. Wer kann mir denn jetzt sagen, was das ist? Ist
Gibt es in irgendeiner Form eine Pflanze? Eine Wiesendistel ist die korrekte Antwort. Oh, weiter. Wie ist der Name dieser Blume? Oh, wir treffen auf eine Gruppe von Elfen. Guten Tag, Nanny Plum. Hallo, weiser alter Elf. Hallo, Ben. Hallo, Holly. Wir haben Naturkundeunterricht. Ja, wir auch. Lernen wir doch zusammen. Ja! Ich bin nicht ganz sicher, ob das geht. Ich auch nicht. Der Elfen- und der Feen-Naturkundeunterricht unterscheiden sich doch erheblich voneinander. Wir lernen die Namen der Pflanzen und sowas. Und wir auch. Ich kann Ihnen meinen Roboter natürlich borgen, wenn Sie möchten. Das ist wirklich nett von dir, Ben. Erstmal borge ich ihn nur für diesen Abend aus. Geht klar. Roboter, ich muss jetzt nach Hause. Ich möchte aber, dass du hier bleibst und im Schloss Ordnung machst. Ja, Ben Elf. Macht's alle gut. Wiedersehen. Wir sehen uns dann morgen. Meine Güte, was ist das? Der Roboter von Ben. Nanny hat ihn sich geborgt, um im Schloss Ordnung zu machen. Sieht so aus, als ob er es gut machen würde. Ich mache Ordnung. Ich mache Ordnung. Ich denke, ich bevorzuge die traditionelle Feenweise. Abendessen! Ah, Essen! Aha, ich nehme an, der Roboter ist gekommen, um uns beim Essen zu bedienen. Ich mache Ordnung. Ich mache Ordnung. Oh, gute Güte. Ich finde, wir sagen ihm, dass er aufhören soll. Das geht nicht. Der Roboter hört nämlich ganz allein auf Ben. Und was können wir tun? Ben hat ihm gesagt, er soll im ganzen Schloss Ordnung machen. Am besten, wir gehen einfach ins Bett und lassen ihn sein Werk vollenden. Gute Idee, Holly. Der Roboter wird ja wohl bis morgen früh damit fertig sein. Ich mache Ordnung. Ich mache Ordnung. Was? Ist es schon wieder morgen? Ich mache Ordnung. Ich mache Ordnung. Lass mich runter! Lass mich runter! Ja. Lieber Himmel, was ist passiert? Hallo allerseits. Hallo, Dad. Hallo, Mr. Elf. Hallo, Holly. Ich sehe, ihr habt meinen Lieblingsleseplatz gefunden. Ach, hierhin scheint die Sonne zu dieser Tageszeit ganz herrlich. Ja, das hier wäre ein Giftpilz, so sagte ich schon. Und ein Elf sitzt oben. Ja, und ein Elf sitzt oben. Er sieht sehr fröhlich aus. Ja, ja. Gehen wir weiter. Ja. Wir haben noch Zeit für eine letzte Sache. Wiedersehen, Mr. Elf. Macht's gut. Was denkst du, wird die letzte Sache sein? Ich wette, es sind Frösche. Nanny zeigt uns jedes Mal noch Frösche. Ja, sicher kommen Frösche. Wer kann erraten, was wir als nächstes beobachten? Frösche. Ja, wir sehen jetzt noch Frösche. Ich kann leider nirgends Frösche entdecken. Nicht ein Frosch. Äußerst enttäuschend. Können wir nach Hause gehen? Gar kein Problem. Ich verwandle jemanden in einen Frosch. Kann ich bitte einen Freiwilligen haben? Kommt schon. Wer möchte ein Frosch werden? Herrje, will denn heute alles schief gehen? Tja, dann mache ich es eben selbst. Zick, zack, zosch. Mach mich zu einem Frosch. Wow! Ein gewöhnlicher Frosch. Seht nur, wie schleimig er ist. Und wie übelriechend noch dazu. Oh, das stinkt ja abscheulich. Pfui! Und wie einfältig er klingt. Tja, das bringt den heutigen Naturkundeunterricht zu einem recht zufriedenstellenden Ende. Fehlanzeige, da tut sich ja leider gar nichts. Oh, er braucht vielleicht nur Batterien. Nein, da ist ein Uhrwerk. Es fehlt bloß der Schlüssel. Ich zaubere einen Schlüssel.
Polly, ich denke, wir sollten keinen gezauberten Schlüssel benutzen. Zauberei kann sehr gefährlich sein. Ich bin sicher, es wird nichts Schlimmes geschehen. Was auch immer passiert, wir werden Spaß haben. Na schön. Still, Gaston. Na dann, lassen wir uns überraschen. Es funktioniert! Meister, wie ist dein Name? Könnte er dafür konstruiert sein? Keine Ahnung. Ich bin Ben Elf. Ben Elf, du bist mein Meister. Wir dachten, Roboter machen Hilfe! Hilfe! Oh nein! Lass uns runter, du verrückter Roboter! Lass die Mädchen runter! Ich folge nur Anweisungen meines Meisters, Ben Elf. Roboter? Bitte setz die Feen sofort auf den Boden. Ja, Ben Elf. Und sag Verzeihung. Verzeihung. Das war ein bisschen erschreckend. Der ist nicht wie ein normaler Spielzeugroboter. Ich fürchte, dass der Schlüssel von mir ihn irgendwie etwas verzaubert hat. Er scheint aber das zu tun, was ich sage. Es sollte also alles gut gehen. Hallo, Mädchen und Jungen. Hallo, weiser alter Elf. Nanu, was ist das? Wir haben einen Spielzeugroboter gefunden. Er war kaputt und wir haben ihn repariert. Gut gemacht. Ganz unglaublich. Ich bin zu einem königlichen Entschluss gekommen. Wir müssen den großen bösen Barry fangen und mit Pommes frites verspeisen. Hurra! Nein, das müssen wir nicht. Ich will nicht doch ein weiteres Boot verlieren. Nicht die Bounty. Es gibt sowieso keinen Käse an Bord. Den erlaube ich nicht. Barry riecht nämlich einen Käse meilenweit. Selbst einen milden Cheddar. Gut, ich habe noch ein bisschen Käse in meinem Picknickkorb. Den können wir gleich benutzen. Käse an Bord! Schnell weg damit, bevor es zu spät ist. Wieso werfen Sie ihn vom Boot? Ich sagte doch, dass es gefährlich ist, Käse an Bord zu haben. Glücklicherweise habe ich aber auch noch einen leckeren Stilton-Käse dabei, mit dem man Barry herlocken kann. Nein, ich weigere mich dabei mitzumachen. Dann werden wir es einfach ohne Sie tun. Ich bin jetzt hier der Chef. Hurra! Oh, eine Meuterei! Meuterei auf der Bounty! Wir fangen diesen Barry und genießen ihn mit Pommes frites. Ben, geh ans Steuer. Ei, ei, Captain. Holly, halte das Netz. Ei, ei. Hier, Barry, Barry. Barry, komm schon, Barry. Wo steckst du? Es funktioniert nicht. Hier, Barry, komm zu mir. Ach, wenn wir den großen bösen Barry wirklich fangen wollen, dann geht das nur fachmännisch. Ja. Ihr müsst tun, was ich sage. Und sofort, wenn ich es sage. Ei, ei, Captain. Der große böse Barry ist zu groß für so eine Route. Wir nehmen diese Angel. Wow! Ihr wollt dem großen bösen Barry begegnen? Jetzt habt ihr die Chance. Exzellent! Nun warten wir, aber sicher nicht sehr lange. So, dann wird wohl das Feuerwerk ausfallen müssen. Und die Musik. Und das Tanzen. Ach, dann bringen wir die Lieferung am besten wieder zum Elfenbaum zurück. Kann ich hier bei Holly bleiben? Ja, gern. Mach's gut, Dad. Dann bis nachher. Wenn wir König Aurikel nur ein bisschen aufmuntern könnten, dann würde er es sich vielleicht noch überlegen. Gute Idee, Ben. Ich könnte mit einem Zauberspruch den König aufmuntern. Wirklich? Und das funktioniert? Natürlich. Auf welche Weise können Sie jemanden mit Zauberei aufmuntern? Ich zeige es euch. Abracadabra, abracadauf, muntre die Königin sofort auf. Oh, verstehe. Das klappt ausgezeichnet. Seht ihr, wie fröhlich die Königin ist? Machen Sie Schluss! Oh je, Mami kann nicht aufhören zu lachen. Es war grauenvoll. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ihr wart aber sehr fröhlich. Ja,
Vielleicht etwas zu fröhlich. Wir muntern den König wohl lieber doch nicht durch Zauberei auf. Wir schaffen das ja vielleicht auch noch auf einem anderen Weg. Wie denn? Mein Dad zum Beispiel liebt es, sich an seine Kindheit zu erinnern. Ach ja? Und wenn wir deinen Dad fragen, was er als Kind erlebt hat, muntert ihn das vielleicht auch. Gute Idee, Ben. Mhm. Hallo, Daddy. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Dad? Hm? Wie war das, als du ein kleiner Junge gewesen bist? Wieso wollt ihr das von mir wissen? Weil es uns interessiert. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr. Es ist leider schon lange her. Oh. Aber irgendetwas wirst du sicher noch wissen. Tja. Als ich ein Junge war. Das ist er, der große böse Barry. Was für ein Fisch. Daran essen wir ja ein paar Wochen. Er hat sich den Käse geholt. Ja. Motor anlassen! Volle Kraft voraus! Wir bewegen uns doch gar kein bisschen! Aber ja! Der böse Barry schleppt uns rückwärts! Festhalten! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich denke eher, dass er uns hat, Daddy! Holly hat recht! Wir hätten nie versuchen sollen, den schrecklichen Barry zu fangen! Er ist zu groß! Er ist zu böse! Wir müssen ihn loslassen! Niemals! Er gibt schon auf! Das glaube ich kaum! Jetzt frisst er ja die Angel! Dann kann er sie haben. Ich gebe sie hin. Tut mir leid, dass wir versucht haben, dich zu fangen. Nichts für ungut. Er frisst die Bunty! Schnell ins Rettungsboot! Runter vom Schiff! Frauen, Kinder und Könige zuerst. Arme Bunty. Hallo allerseits. Die Pommes frites sind fertig. Wo ist der Fisch? Oh, was geht da vor? Der große böse Barry frisst gerade die Bunty. Yum, yum, yum. Oh je. Denkt ihr, Barry hätte gern ein paar Pommes frites dazu? Ich schätze, er ist voll. Leider, arme Bunty. Ich hab dich sehr geschätzt. Tja, was werden wir denn dann essen? Ich denke, ich hätte gern Fischstäbchen. Mit Pommes frites! Der König hat doch Überraschungen sehr gern, nicht wahr? Ja. Dann schlage ich vor, wir veranstalten für ihn eine Überraschungsparty. Er hat doch aber gesagt, er will keine Geburtstagsparty. Ja, ja, deswegen soll es ja gar keine Geburtstagsparty werden. Es gibt Musik, es wird getanzt und es gibt ein Feuerwerk. Doch niemand erwähnt dabei das Wort Geburtstag. Toll, ein fantastischer Einfall. Das ist brillant. Komm mit, Ben, wir müssen uns für die Party fertig machen. Ich rufe alle Elfen. Unsere Aufgabe ist die Vorbereitung einer Überraschungsparty. In Ordnung. Hallo, Daddy. Ich habe da etwas Schönes für dich. Was ist das? Na, mach es doch auf. Ich sagte keine Geburtstagskarten. Und das ist auch keine Geburtstagskarte. Diese Karte soll dir heute nur sagen, was für ein lieber Daddy du bist. Oh, danke schön, Holly. Und hier ist auch noch ein Geschenk. Das ist doch kein Geburtstagsgeschenk, will ich hoffen. Nein, König Aurikel. Bist du sicher? Ja. Ein Spielzeugroboter. Danke schön, Ben. Hab ich selbst gebastelt. Und hier ist eure Torte. Das ist doch keine Geburtstagstorte, nicht? Absolut nicht, nein. Das ist nur eine gewöhnliche Torte. Auch der Geschmack ist vollkommen anders. Oh, gut. Ganz köstlich. Karte, Geschenk, Torte. Und das alles hat wirklich nichts mit meinem Geburtstag zu tun? Nein. Dann kann ich also annehmen, es ist kein richtiger Geburtstag. Und solange die Elfenbändchen nicht auftaucht. Es gibt noch eine Überraschung, Daddy. Oh, ich liebe Überraschungen.
Die Krebsscherenhalteklammer, bitte. Die Krebsscherenhalteklammer. Sortierhütchen. Sortierhütchen hier. Also das sieht alles sehr kompliziert aus. Die Reparatur eines Zauberstabkopfes ist eine Mischung aus Chirurgie und Uhrmacherhandwerk. Den Fietsch, Fatsch, Schockierungsflötentrichter. Flötentrichter. Interessant. Das hört sich noch nicht richtig an. Hurra! Können wir nach Hause gehen? Noch nicht, Nanny Plum. Hollys Zauberstab muss noch getestet werden. Auf geht's zum Testraum. Der Testraum für Zauberstäbe. Er ist der sicherste Platz zum Zaubern im ganzen Königreich. Wieso brauchen Sie einen speziellen Raum, um zu zaubern? Wir wollen verhindern, dass Zauberei nach außen dringt und für Ärger sorgt. Wo bleibt da der Spaß? Magie ist nicht dazu da, Spaß zu haben. Hier wird nur sichere und sensible Zauberei ausgeführt. Was tut er denn da jetzt? Wie es aussieht, richtet er den Testroboter für einen Zauberspruch ein. Was ist das? Limonade. Wir wollen jetzt den Zauberstab testen, indem wir die Limonade in irgendetwas anderes verwandeln. Können wir sie auch in eine goldene Kutsche verwandeln? Oder ein Monster mit 100 Augen und 3 Beinen. Hahaha, abwarten und Tee trinken. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Hallo Ben. Hallo Holly. Bist du fertig für unser Camping? Ja, hier, bitte. Wozu brauchen Sie denn diese große Orange? Damit schrecken wir üble Gnome ab. Ihr wisst doch, wie es heißt. Es eilt der Gnome gleich fort, sind Orangen am Ort. Was ist so schlimm an Gnomen? Oh, niemand möchte einen Gnom beim Camping dabei haben. Sie reden und reden und reden und reden. Ja, Gnome sind genau wie die Elfen. Absolut nicht, nein. Gnome sind gefräßige, langweilige Kreaturen, die reden und reden und reden. Große und Güte, es ist ja schon spät. Wir sollten wirklich aufbrechen. Wiedersehen, Mami und Daddy. Wiedersehen, Nanny. Wiedersehen. Viel Spaß. Hütet euch vor diesen Gnomen. Keine Sorge, wir haben ja unsere Orange. Ich lese den Zeitplan vor. Erstens Zelt aufstellen, zweitens Kleidung aufhängen, drittens Lagerfeuer machen, viertens... Dad, es sind doch Ferien. Versuch es locker anzugehen, Mr. Elf. Ich gebe mir Mühe, Mrs. Elf. Wir sind da. Yippidi-duda! Werden wir hier auch ein bisschen tanzen? Ja, und singen wir auch? Es wird weder gesungen noch getanzt. Reines Camping. Hier ist das Zelt. Ich kann es mit Zauberei ganz schnell für uns aufstellen, Mr. Elf. Holly, ich würde es begrüßen, wenn ihr hier nicht zaubern würdet. Ihr müsst immer daran denken, dass hier Elfen zelten. Elfen betreiben Camping schon seit Hunderten von Jahren. Und wir stellen Zelte mit geschlossenen Augen auf. Wow! Ein Elfenzelt! Hurra! Sehr schön. Jetzt fangen unsere Ferien an. Ja, und das bedeutet, dass wir die Ferienarbeiten ausführen müssen. Ferienarbeiten? Der Liste nach folgt, Kleidung aufhängen. Wir sind doch aber gerade erst hier angekommen. Wieso sollen wir denn da schon unsere Kleidung aufhängen? Ein Zeltplatz kann niemals aufgeräumt und sauber genug sein. Ich zerteile jetzt die Orange. Wo fahren wir denn nur hin? Zur großen Elfenbibliothek. Oh. Verzeihen Sie bitte, weiser alter Elf. Ruhe, das ist eine Bibliothek. Entschuldigung. Wir suchen ein Buch über moderne Küche für Nanny Plum. Wieso? Nanny Plum ist eine ausgezeichnete Köchin. Ja, sie ist die beste Köchin auf der ganzen weiten Welt. Sie versteht nur nichts von moderner Küche. Mal sehen. Das Elfenbuch der Pasteten, die Welt der Spaghetti und Pürees, die komplette Geschichte des Eiersandwiches. Ist davon irgendetwas modern? Was genau versteht ihr denn unter moderner Küche, Prinzessin Holly? Es ist sowas äußerst Delikates und Extravagantes, also kein Haferbrei. Verstehen Sie? Oh, Augenblickchen, das sieht nicht aus wie ein Elfenbuch. Ich bin ja auch kein Elfenbuch.
Oh, ein magisches Feenbuch. Was hat denn das in meiner Elfenbibliothek zu suchen? Es ist ja nicht ein einziges Wort in diesem Buch. Weil ich ein magisches Kochbuch bin. Wo findet man dann deine Rezepte? Wenn du mir sagst, was du gern kochen möchtest, verrate ich dir, wie du es kochst. Wir wollen zur Feier des Tages eine besonders moderne Speise kochen, bitte. Wie modern? Sehr, sehr modern. Natürlich. Nötig sind dazu all die folgenden Zutaten. Eine Kartoffel, eine Karotte, eine Zwiebel, Erbsen und Käse. Das klingt allerdings nicht gerade besonders. Still, ich muss nachdenken. Voilà, das Rezept für ein sehr modernes Gericht. Hurra! Psst, das ist eine Bibliothek. Kann ich mir das Buch kurz mal ausleihen, weiser alter Elf? Ihr könnt es auch gleich behalten, Prinzessin Holly. Feenbücher gehören nämlich nicht in die Elfenbibliothek. Dankeschön. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant. Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plum. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? 10 Jahre rund. So, korrekt ist aber eigentlich einmal jährlich. Hier, versuchen Sie's. Ja, das ist gleich viel besser. Nanny, du hast den weisen alten Elf in einen Frosch verwandelt. Und es ging leicht. Sie zaubern ihn doch aber wieder zurück. Ich fürchte, das muss ich wohl. Sei im Nu, gleich wieder du. Wirklich gut. Ihr Zauberstab arbeitet jetzt offensichtlich perfekt. Nun warten Sie aber nicht wieder 10 Jahre, bis Sie ihn durchsehen lassen. Nein, weiser alter Elf, tut mir leid. Dankeschön dafür, dass Sie meinen Zauberstab repariert haben. Oh, sehr gern geschehen, Prinzessin Holly. Es ist gut, dich heil und gesund wiederzuhaben. Ich verspreche dir, von jetzt an passe ich besonders gut auf dich auf. Ja, und schlag ihn nie gegen einen Stein. Keinesfalls. Oje, denk nach, Mr. Elf. Was hilft gegen Maulwürfe? Hallo! Hurra! Ja, Maulwürfe haben etwas gegen uns Gnome. Keine Ahnung, warum. Danke, Mr. Gnome, für die Rettung des Zeltplatzes vor den Maulwürfen. Gern geschehen. Was gibt's zum Frühstück? Der Maulwurf hat alles aufgefressen. Oh je. Yeah. Guten Morgen. Nanny Plum. Wie war die Nacht? Sie war sehr eigenartig. Mr. Gnome ist aufgetaucht. Erstaunlicherweise liebt er Orangen. Und Mr. Gnome hat ein lustiges Lied gesungen. Das ging Rinky-Dinky-Doo. Dann ist ein Maulwurf gekommen. Der hat unsere Kleidung aufgefressen und die Lebensmittel auch. Und jetzt haben wir nicht mal mehr was zum Frühstück. Ja, mit sowas habe ich schon gerechnet. Deswegen habe ich den magischen Picknickkorb mitgebracht. Frühstück für alle hier. Hurra! Oh, ich habe ehrlich gesagt schrecklichen Hunger. Oh, haben Sie denn noch nichts gegessen? Heute noch nicht. Oh je, der Korb ist leer. Dass er leer ist, hat nichts zu bedeuten, weil er ein magischer Picknickkorb ist. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring Frühstück für uns alle her. Hurra! Mir fällt da was ein. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring auch noch Spiegeleier, jede Menge Toast, verschiedene Sorten Marmelade, leckere Würstchen und frische Pfannkuchen her. Yippie! Was für ein prachtvolles Frühstück. Danke, Mr. Gnome. Yummy, yummy, ho, oh, ich hätte fast meine Ausgewogenheitsdiät vergessen. Ich sollte das alles gar nicht essen, ohne den Ausgleich durch eine Orange. Ganz entzückend,
von euch, uns so kurzfristig einzuladen. Oh, gar nicht der Rede wert. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die beste Köchin der Welt uns Leckeres zubereitet. Oh, tut mir leid, das ist mein Magen. Ich bin ja so voller Vorfreude auf das leckere Mahl. Das Essen wird serviert. Guten Appetit, eure Majestäten. Oh, ja, ein ganz exquisites Aroma. So raffiniert. Nanny? Eure Majestät? Wie nennt sich das denn? Wölkchen der Gemüsesuppe. Das ist nur Dampf. Ein geradezu sensitives Gericht. Wie wundervoll. Der Geschmack lässt sich nur erahnen. Und dazu gibt es nicht mal ein paar Kartoffeln? Nein. Nanny, ich habe Hunger. Ich auch. Kein Problem. Aus den im Topf gebliebenen Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Erbsen und Käsestückchen ist eine leckere Suppe geworden. Oh, yummy. Der Dampf ist natürlich äußerst delikat, durchaus. Doch wird dieser Sensation etwas nachfolgen? Ja, auch wenn es recht sättigend ist, könnte ich doch noch eine Winzigkeit zu mir nehmen. Ich sogar noch sehr, sehr viel mehr. Was ist das für ein verführerischer Duft? Er kommt wohl aus der Küche. Orangensaft, Ben? Ja, bitte, Mami. Schnell, wir müssen hier raus. Das ist ein Erdbeben. Es ist ein Erdbeben. Es ist ein Erdbeben. Nein, nein, es ist kein Erdbeben. Es ist schlimmer als ein Erdbeben. Es ist ein Scheusal, ein Specht. Er zerstört unseren Baum. Er hat sich eine Höhle gebaut. Und jetzt ist er drin. In meiner Wohnung ist er nicht. Oh, in meiner Wohnung ist er auch nicht. Unsere Tür geht nicht auf. Warte, Junge, lass mich ran. Wie mir scheint, haben wir jetzt den Vogel gefunden. Aber bitte ruhig bleiben und nur keine Panik. Schnell, alle sofort raus. Geht zu meiner Lehrer. Ich frage mich, was für ein Tier Nanny Plum wohl gezaubert hat für Daisy und Poppy. Solange es nicht groß ist, ist es mir egal. Darf ich das neue Haustier der Zwillinge vorstellen? Pippin. Hier hab, Pippin. Eine Ratte! Nein, Eure Majestät. Pippin ist ein entzückender kleiner Hamster. Oh, wie süß. Pippin hat dich also gern, Daddy. Oh, er ist richtig goldig, nicht wahr? Goldig? Dieses Wort hatte ich dafür nicht gerade im Kopf. Ich denke, er wäre fröhlicher, wenn er draußen leben könnte. Ja, durchaus. Zurück, Pippin. Alles ist gut, solange ihr nicht zeigt, dass ihr euch fürchtet. Zurück, Pippin. So, Pippin. Willkommen in unserem Schlosshof, deinem neuen Zuhause. Ich hoffe, dass es Pippin nicht langweilig wird, wenn er hier wohnt. Man muss ihm was zum Spielen holen. Und Hamster haben gern große Mengen Stroh. Können wir Pippin jetzt etwas zu fressen geben, Nanny? Füttern! Ja, und was zu trinken. Oh, jetzt dürfte sich Pippin hier zu Hause fühlen. Oh, wieso ist unser schöner Schlosshof denn voller Stroh? Das ist für euren Hamster, Eure Majestät. Meinen Hamster? Das ist lustig. Der Schlosshof sieht aus wie ein Hamsterkäfig. Ja, äußerst amüsant. Wieso rennt er denn die ganze Zeit wie wild geworden herum? Hamster rennen sehr gern so herum. Ah, und wie ist die Spielzeuginspektion verlaufen? Hat der König gesagt, dass die neue Rakete perfekt sei? Er fand, sie sollte ein bisschen höher fliegen. So, wirklich? Naja, ich glaube, ich finde noch eine stärkere Feder.
An welche Höhe dachte denn der König da so? Bis zum Mond. Bis zum Mond? Und ich hab gesagt, sie könnte Passagiere mitnehmen. Passagiere mitnehmen? Bis heute Abend. Absolut unmöglich. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Die Elfenehre? Dann geht's nicht anders. Wir müssen es tun. Wir bauen diese Rakete und wir fliegen damit auch zum Mond. Noch heute. Die Spielzeugproduktion in der Elfenfabrik auf der Stelle beenden. Es wird ab sofort an der Elfenrakete gearbeitet. Jawohl! So, ich werde jetzt ausarbeiten, wie man unsere Elfenrakete von hier... dem kleinen Königreich? ...hierhin bekommt. Zum Mond! Nanny Plum, ich möchte, dass Sie uns heute Abend zu einem kleinen Ausflug begleiten. Zum Mond. Ein Ausflug zum Mond? Das klingt verlockend. Ich sorge für ein Picknick. Hallo? Hallo, Eure Majestät. Die Elfenrakete steht bereit. Was, so schnell? Elfen arbeiten nun mal schnell. Und wir sind Elfen. No! Ja, alles nett und reinlich. Oh, was ist das? Nichts weiter als Vogelfutter, Nanny. Ich versuche dadurch ein paar seltene Vögel anzulocken. Bloß nicht wegfegen. Seid ihr sicher, Eure Majestät? Nachher locken wir stattdessen eine Maus an. Sino, Holly, Eier! Jetzt schlüpfen sie. Vogeljunge. Hallo, ich bin Ben und das ist Holly. Ah, die sind ja so süß. Die wären noch viel süßer, wären sie nicht in unserer Wohnung. Die gehen raus. Ich würde sagen, dass sie versuchen zu fliegen. Aber sie können noch nicht fliegen. Ich kann es ihnen zeigen. Feen sind nämlich richtig gut im Fliegen. Und ich bin eine Fee. Also dann, Vogeljunge, macht mir einfach alles nach. Fliegen, das ist nämlich kinderleicht. Oh, wieso wollen sie es mir denn nicht nachmachen? Wir müssen vielleicht mit ein paar einfacheren Übungen anfangen. Wie hast du denn das Fliegen gelernt? Ich fliege ja schon lange, schon seit ich ein Baby war. Also kann ich mich auch nicht mehr an meine erste Flugstunde erinnern. Dann fangen wir am besten mit Flattern an. Das geht so. Ja, sie machen es dir nach. Toll, Ben. Nun flattern wir ein bisschen schneller. Nun springt! Sie fliegen! Gut gemacht, Ben. Du hast ihnen das Fliegen beigebracht, obwohl du selbst doch gar nicht fliegen kannst. Und wird er dann auch irgendwann schlafen? Er muss müde sein, dann erst. Und wie schaffen wir es, dass er müde wird? Fragen wir am besten den weisen alten Elf. Er weiß in allen Dingen Bescheid. Hallo, weiser alter Elf am Apparat. Wie kann man einen Hamster müde machen? Hamster? Ach, der königliche Haustierhamster. Er muss auf jeden Fall müde werden. Ah, verstehe. Sie brauchen unbedingt für ihn ein Laufrad. Laufrad? Was soll das bringen? Warten Sie es ab. Ich eile gleich zu Ihnen. Hallo, König Aurikel. Wo ist euer Hamster denn nun? Mein Hamster? Hier ist Pippin. Er mag sie ganz doll. Nun übertreib es nicht gleich, mein Freund. Setz das Rad in den Hof rein. Jawohl. Du meine Güte, wohin soll denn dieses Ungetüm? Das ist ja schrecklich. Was tun wir nicht alles für unser Haustier, Herr König Aurikel? Es gehört mir nicht. Noch tiefer mit dem Rad in den Hamsterkäfig. Hamsterkäfig? Hallo, wie reden Sie denn von meinem edlen Schloss? Und jetzt stellen Sie es in die Mitte des Hamsterkäfigs, Mr. Elf. Pippin! Hier, Pippin!
Pippin gefällt das Rad. Sind Sie sicher, dass das Rad das aushalten kann? Ja, Majestät. Hamster rennen doch nicht wahnsinnig schnell. Wir sind jetzt außerhalb der Erdatmosphäre. Nun können wir die Sicherheitsgurte öffnen. Wow, ich fliege. Das kommt, weil es im Weltall keine Schwerkraft gibt, Ben. Ich flatter mit meinen Flügeln, aber es passiert überhaupt nichts. Klar, in der Schwerelosigkeit bewirken eure Flügel nichts. Sind Sie sicher, dass es hier keine Toilette gibt? Was ist hinter dieser Tür? Stopp! Hände weg von dieser Tür! Festhalten! Was ist denn passiert? Bei Öffnung einer Tür im Weltall saugt es die ganze Luft aus der Rakete. Arme Nanny Plum, sie schwebt einfach davon. Hallo! Meine Flügel funktionieren nicht. Wir können Sie gut über Funk hören, Nanny Plum. Sie brauchen nicht zu schreien und regen Sie sich gar nicht auf. Nicht aufregen? Ich schwebe immer weiter davon durch den Weltraum. Elfenrakete, hier ist die Bodenkontrolle. Wie sieht es da oben aus? Nanny Plum hat eine Tür geöffnet und trudelt nun durch das Weltall. Oh je, welche Schande. Na, kann man nichts machen. Fortsetzung der Mission. Nein, erst einmal müssen wir Nanny Plum retten. Oh ja, ich nehme an, das müssen wir. Ha! Ein Alien! Hallo? Aliens! Sehr beeindruckend. Blieb, blieb, blubla. Oh, wie reizend. Er sagt Hallo. Sprechen Sie die Aliensprache, Nanny? Nein. Hier ist die Bodenkontrolle. Wie läuft es denn so bei Ihnen? Zu uns kamen eben Aliens. Na prächtig, das ist ein historischer Moment von größter Bedeutung. So einen gewaltigen Moment gab es noch nie. Glauben Sie, es mag ein Käsesandwich? Nanny Plum, denken Sie im Ernst, wir feiern diese historische Begegnung mit einem Käsesandwich? Aber die Aliens können uns vielleicht zeigen, wo das Meeresufer ist. Es existiert kein Wasser auf dem Mond, sondern nur Sand. Dann können wir wenigstens Sandburgen bauen. Ja! Tata! Stopp! Hör auf dem Mond herumzugraben. Dadurch verschreckst du die Aliens. Brrr, bup, bup, brrr. Sehen Sie, den Aliens gefällt Sandburgen bauen. Oh je, das Auto springt nicht an. Sieh mal, der Tank ist leer, sagt die Anzeige. Kein Benzin? Ach, das ist nicht gut. Oh, ich wünschte, dass wir Ihnen helfen könnten. Nanny Plum, wie wär's, wenn Sie sich da kurz einschalten könnten mit ein bisschen, Feendings da? Feendings da? Was soll das sein? Sie wissen schon, das Zeug, das Sie mit Ihrem Zauberstab machen. Oh, Sie meinen wohl Magie, weiser alter Elf? Ja, Magie. Mit Vergnügen. Magie schafft alles. Blitzen soll's, donnern, Wunderwelt groß. Schickt das Auto los, los, los. Ja, das ist genug Feenstaub, dass sie nach Hause kommen. Oh, wir haben kein Benzin im Tank und der Wagen fährt trotzdem. Womöglich ist der Wagen so modern, dass er gar kein Benzin mehr braucht. Fragen wir in der Werkstatt nach. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Danke für die Hilfe beim Auto. Lucy, mit wem hast du denn da gesprochen? Ich bin ein paar Elfen und Feen begegnet. Oh, wie nett. Der Wagen glänzt heute ja richtig. Ich habe ihn noch nie so funkeln sehen. Das ist Feenstaub. Oh, was für eine süße Idee. Sieh nur, Daddy, wie das ganze Laub auf einmal von den Bäumen fällt. Naja, nun ist es Herbst, Ben. Das ist meine Lieblingsjahreszeit. Das heißt auch, dass wir kräftig Laub sammeln müssen. Und alle sollen sich daran beteiligen. Ich rufe alle Elfen zum großen Laubsammeln. Geht klar. Wer sammelt Laub am besten ein? Elfen sammeln Laub am besten ein. Und was sind wir? Wir sind Elfen. Oh,
Kein Problem. Wer sammelt Laub am besten ein? Elfen sammeln Laub am besten ein. Und was sind wir? Wir sind Elfen! So eine Menge Laub. Da muss ich ja drei magische Besen benutzen. Nanny, kannst du uns sagen, wieso die Blätter von den Bäumen fallen? Gott weiß warum. Die Herbstblätter sehen ja so hübsch aus. Oh. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dir gefallen, Violet, aber sie bedeuten natürlich auch mehr Arbeit für mich. Das hier sieht genauso aus wie das, was Ben an seinem Hut trägt. Es ist ein Eichenblatt. Dann wird es wohl vom Elfenbaum stammen. Ich weiß nicht, wieso Elfen in einem Baum leben müssen. Und überhaupt, wozu sind Bäume schon gut? Oder Herbst? Grummeln Sie schon wieder, Nanny. Sie sollten sich lieber freuen. Der Herbst ist da. Ja, Eure Majestät. Wo willst du mit den Blättern hin, Nanny? Ich bringe sie dahin zurück, wo sie herkommen. Warte auf uns, Nanny! Wer sammelt Laub am besten ein? Elfen sammeln Laub am besten ein. Hallo, weiser alter Elf. Ich bringe euch nur eure Blätter wieder zurück. Oh, danke schön, Nanny Plum. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Zeit für das Picknick. Nein! Magischer Picknickkorb, bitte. Magie, Nanny Plum, haben Sie etwa Ihren Zauberstab mit an Bord genommen? Das habe ich natürlich nicht, denn wie war das? Es ist nicht erlaubt auf Ihrer verrückten Elfenmission. Ah, ja. Doch zum Glück arbeitet der magische Picknickkorb auch ohne Zauberstab. Es reicht völlig aus, Ihnen zu sagen, was man will. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring uns Schinken-Käse-Sandwiches her. Yippie! Hurra! Und nun zum Nachtisch. Magisches Gelee. Magisches Gelee. Nanny Plum, wir wollen aber nicht wieder eine Gelee-Flut. Oh, das wird nicht passieren. Nanny Plum, ich erwarte, dass Sie die größte Vorsicht walten lassen, wenn Sie derart riskante Dinge tun. Was denn sonst? Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring leckeres Gelee uns her. Was geht da vor sich? Oh nein, ich hab vergessen zu sagen, in Maßen. Ja, die Geleeflut. Nanny, das ist viel zu viel Gelee. Oh je. Oh. Was denn passiert? Nanny Plum hat es geschafft, das Meer der Stille mit Gelee zu füllen. Nanny Plum, alle bisherigen Karten vom Mond müssen geändert werden. Künftig heißt es nicht mehr Meer der Stille, stattdessen Meer des Gelees. Verzeihung. Verzeihung? Die Aliens werden uns das bestimmt sehr übel nehmen. Auf zum großen Elfenturm. Was ist denn der große Elfenturm? Oh, das ist ein wundersamer Platz. Ich habe noch nie davon gehört. Der große Elfenturm beschenkt uns mit allen Dingen, die wir für unsere Spielzeugherstellung benötigen. Wie macht das der Turm denn? Wenn Menschen hier draußen im kleinen Königreich ein Picknick machen, dann werfen sie Plastikflaschen, Konservendosen und altes Papier hinein in den großen Elfenturm. Wir sind da. Nun staunt der große Elfenturm. Wo? Alles, was ich sehe, ist ein Mülleimer. Was? Die Menschen und auch die Feen mögen ihn ja vielleicht einen Mülleimer nennen. Aber für uns ist er der große Elfenturm. Was haben Sie denn da an? Das ist lustig. Es ist durchaus nicht lustig. Das ist ein wichtiger Schutzanzug. Der große Elfenturm kann nämlich sehr gefährlich sein. Und ziemlich stinkend. Es geht los. Schlapp machen. Sie haben es gleich geschafft. Haben Sie viele Dinge gefunden, um neues Spielzeug zu bauen? Noch nicht. Es ist ein bisschen dunkel. Ich lasse mich noch tiefer runter und sehe mich genau. Oh je, es sieht so aus, als ob der große Elfenturm leer wäre. Zu erwarten, dass so etwas passiert. Naja, so direkt wohl nicht. Aber das Schloss ist der ideale Ort, um Eichelvorräte für den Winter anzulegen.
Was ist passiert? Wo bin ich? Fröhlichen Eicheltag, Daddy! Nun habt ihr ihn ja doch nicht verpasst. Schön! Sagen Sie mir, wie werde ich diese ganzen Eicheln wieder los? Dazu braucht ihr dieses Eichhörnchenkostüm. Was? Wie soll das funktionieren? Man schlüpft in das Kostüm und die Eichhörnchen ahmen einen nach. Verstehe. Na dann, schlüpfen Sie hinein, Nanny, und Beeilung. Los, los! Fröhlichen Eicheltag! Squeak! 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 Leiten Sie bitte den Tauchvorgang ein, Mr. Elf! Wir sinken, sinken, sinken! Oh, das sieht ja alles so hübsch aus! Oh! Was? Was hast du gesehen? Da liegt Rotbarts Schiff! Beim Neptun! Du hast ganz recht, Junge! Gut beobachtet, Ben! Wow, für einen Moment dachte ich glatt, ich sehe den großen, bösen Barry! Jetzt bekomme ich meine Schätze zurück! Holen wir sie schnell und tauchen wir auf! Hier unten gefällt es mir ganz und gar nicht! Mir gefällt es! All die Fische und Pflanzen! Und die mächtige Unterwasserwolke! Da irrst du dich! Es gibt unter Wasser keine Wolken, mein Herzchen! Oh, Potzblitz! Das ist ja ein Fisch! Wie groß der ist! Und er sieht böse aus! Ist das Barry? Er ist es! Der große, böse Barry! Er schwimmt ja direkt auf Rotbarts Schiff zu. Seht nur! Oh je, gleich frisst er es! Nein! Meine Schätze! Das ist ungeheuerlich. Er hat es einfach verschluckt, als wäre es eine Weintraube. Oh, wirklich schade drum. Fahren wir also nach Hause? Schon nach Hause fahren? Wir haben doch aber meinen Schatz noch gar nicht zurück. Das wird sich auch nicht ändern lassen. Keine Chance. Ich dachte nicht, dass ich das je sage, aber Nanny Plum hat recht. Sollten Sie nicht zwischen die Kiefer von Barry schwimmen und den Schatz bergen wollen, ist unser Abenteuer hier zu Ende. Völlig richtig, mein fruchtiges Pastetchen. Kurs Heimat, Mr. Elf. Ei, ei, Captain Rotbart. Wie ihr hier sehen könnt, verwirklichen wir in der Diele die Idee von einer gedrehten Dimension. Eine Idiotie. Wow, es steht wirklich alles auf dem Kopf. Verblüffend. Oh, wo ist denn jetzt nur Gaston? Da ist er ja. Er spaziert an der Zimmerdecke lang. Nein, Daddy. Gaston benutzt ganz ordentlich den Kopfüberfußboden. Sehr geschickt, Gaston. Ja, und ich sehe, dass er sich nicht die Füße abgetreten hat. Nanny, beseitigen Sie das. Ich bin nicht eure Dienstbotin, ja? Sehr richtig, Nanny. Sie sind meine Dienstbotin. Dankeschön, Eure Majestät. Nun beseitigen Sie das, Nanny. Oh, gern, Eure Majestät. Fußabdrücke schnell, verschwindet auf der Stelle. Gut. So, wo waren wir? 100 Räume beherbergt unser prächtiges Schloss. Wozu braucht man die denn? Wir füllen sie, mein Freund, mit Dingen. Dies ist unsere einzigartige Kieselsammlung. Kieselsammlung? Oh, ich kenne nichts auf der weiten Welt, das so wundervoll ist wie ein glänzend polierter Kiesel. In der Tat. Wozu sind sie nütze? Sie sind einfach nur schön. Bitte, keinesfalls berühren. Wir wollen nicht, dass sie dreckig werden. Ich weiß ja, Kinder haben immer dreckige Hände. Oh nein, wir doch nicht. Ihr auch. Und gut. Findet ihr nicht auch, dass die Steine einfach sensationell aussehen? Was? Oh ja, beeindruckend, kieselig. Hier lang! Hört auf zu spielen, ich brauche alle zur Vorbereitung der Party. Party? Daisys und Poppys Geburtstagsparty. Oh nein! Party, Party! Zwei kleine Zaubergören sind schon schlimm genug. Wenn aber noch alle ihre kleinen Freunde hier aufkreuzen, wird es ganz, ganz furchtbar. Ein Vorschlag. Wir machen eine Party, dazu laden wir aber gar keine Gäste ein. Ta-ta-ta-ta. Ich habe unsere Einladung zur Party rausgeschickt und es werden auch alle kommen. Oh, und wer kommt? Der kleine Tarquin. Tarquin mag Party. Oh nein, Tarquin ist ein Monster. Dann wäre da Ruby. Nicht meine kleine Schwester. Selbst ihr Zauberstab ist ungezogen.
und Nessie 11. Meine kleine Schwester, sie trägt eine Brennnessel am Hut. Und es tut höllisch weh, wenn man sie berührt. Nessie 11 ist von allen die frechste, absolut. Was soll man erwarten, wenn sie die Nichte von diesem Piratenungeheuer ist? Ja, Rotbart, der Elfenpirat. Die Party wird sicher noch ein schreckliches Desaster werden. Keine Sorge, ich habe sie durchgeplant. Es gibt magische Spiele, gefolgt von meiner magischen Show, und es endet mit magischem Gelee. Magie, ja, Magie, ja! Ich lag falsch. Die Party wird durchaus nicht zu einem Desaster. Sie weitet sich aus zu einer Katastrophe. Dankeschön, Eure Majestät. Ich weiß was, König Aurikel. Die Lösung wäre eine Elfenparty. Eine was? Eine Elfenparty. Da ist Zauberei absolut nicht gestattet. Und was wird aus meiner magischen Show? Zaubershows mögen die lieben Kleinen so. Wir haben den großen Visardo, einen Elfenzauberkünstler. Er zaubert natürlich nicht wirklich. Das sind alles nur Tricks. Mir gefällt das, Ben. Klingt doch völlig sicher. Ja, und langweilig. Ich werde gleich dem großen bösen Barry einen Witz erzählen, damit er lacht. Was? Blanker Unsinn ist das. Das hat der weise alte Elf sich ausgedacht. Es ist brillant. Alle Mann zurück ins Unterseeboot und fertig machen zum Auslaufen. Was ist ein guter Fischwitz? Ich weiß schon. Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Er hat ihn vielleicht nicht verstanden. Irgendwas passiert gerade. Anscheinend gefällt ihm der Witz gut. Volle Kraft voraus! Ei, ei, Captain! Der Elfenpirat Rotbart und seine Mannschaft sind zurück. Welch ein Triumph! Hurra! Und sie haben also ihren Schatz zurück? Nein. Aber ihr Schiff? Nein. Und in welcher Weise kann das dann ein Triumph sein? Naja, wir sind nicht im Bauch des großen Fisches. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Sehr schade, dass der Schatz verloren ist. Er ist nicht verloren. Ich weiß, wo er ist. Und niemand wird ihn jemals im Bauch des großen bösen Barry finden. Das ist wahr. Natürlich ist es das, mein reizendes kleines Schnuckelchen. Oh. Nanny Plum? Wie ging der Witz, den du dem großen bösen Barry erzählt hast? Wie folgt. Wo haben die Fische ihr Geld deponiert? Keine Ahnung. Also wo haben die Fische denn ihr Geld deponiert? Auf einer Sandbank. Das ist doch nicht richtig lustig. Weiß ich auch. Dies ist unsere einzigartige Kieselsammlung. Kieselsammlung? Oh, ich kenne nichts auf der weiten Welt, das so wundervoll ist wie ein glänzend polierter Kiesel. In der Tat. Wozu sind sie nütze? Sie sind einfach nur schön. Bitte, keinesfalls berühren. Wir wollen nicht, dass sie dreckig werden. Ich weiß ja, Kinder haben immer dreckige Hände. Oh nein, wir doch nicht. Ihr auch. Und gut. Findet ihr nicht auch, dass die Steine einfach sensationell aussehen? Was? Oh ja, beeindruckend, kieselig. Hier lang! Oh, wie eklig! Guter Junge, Gaston. Nun fällt wohl für dich das Essen aus. Ah, ich sehe, ihr habt mit unseren kleinen Lieblingen Bekanntschaft geschlossen. Lucinda, Gucci und Timmy. Oh, aber wo steckt denn unser Timmy? Timmy! 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 Ist wohl spazieren geflogen. Timmy! Gaston, spuck Timmy aus. Ah, Timmy! Oh, wollten wir Verstecken spielen, kleiner Schlingel? Nun, wahrscheinlich mutet euch unser nächster Raum ein wenig eisig an. Hier drin ist es tatsächlich eiskalt. Ja, der Raum muss unbedingt eine gleichbleibende, extrem niedrige Temperatur haben. Und das kontinuierlich. Alle diese entzückenden Ausstellungsstücke sind nämlich aus Eis. Die sehen wirklich wundervoll aus, Königin Marigold. Ja. Nun
gut. Die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Ah, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami. Tarquin, sag danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. War mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Nessie. Au, sie hat mir schon wieder wehgetan. Schon bald wird Ruby ja Geburtstag haben. Wir hörten, Sie hätten einen Kinderunterhalter gefunden, der gut mit den Kleinen umgehen kann. Ja, hier ist er, der große Visardo. Ich... Wundervoll. Wir werden uns dann alle bei Rubys Party sehen. Party, Party!